Hallihallo und herzlich willkommen zurück zum Let's Play von Diablo 3 Reaper of Souls in der PTR-Beta von Patch 2.1.0. Ja, ich bin jetzt rübergeswitcht auf den Dämonenjäger. Werde den ein bisschen spielen und ich möchte ihn gerne noch färben. Ich habe jetzt wieder die Items auf MF ausgelegt, habe hier noch ein bisschen mehr MF bekommen. Ja, durch den alten Helm bekomme ich noch ein bisschen MF. Hab neue Canes, Reiseschuhe mit Elementarpfeil hergestellt. Die sind gleich vom anderen Charakter, vom Hex, vom Kreuzritter. Die sind neu, die wurden richtig gut. Leider, die könnte ich noch umändern. Leider nur Rüstung und keine Stärke. Und ja, den Nagelring habe ich noch geholt. Jetzt wollen wir zuerst mal färben. Ja, das lässt sich färben, das nicht. Gut. So. Ich möchte hier noch kurz schauen, ob das geht. Nein, nicht transmogrifizieren. Hier möchte ich Stärke haben, Geschicklichkeit. Ja, komm, das schaffen wir. Na, Vitalität. Ah, jetzt haben wir zu wenig. Wir haben zu wenig Gelbe, weil ich die gebraucht habe. Haben wir keine Gelben mehr. Okay. Ja, dann machen wir das nächste Mal. Und machen ein paar Rifts mit dem Dämonenjäger. Ja toll. Nützt mir wieder nichts, wenn ich die nicht mitnehme. Nehmen wir die gleich so mit. So. Habt ihr mit Orek gesprochen? Noch nicht. Was sagt man zu einem Geist der Nephale? Nun, nehme an, man beginnt die Unterhaltung mit einem Hallo. Oh, das kam erst vor einiger Zeit. Das habe ich eigentlich relativ ja, erst kürzlich gehabt. Also schön, dass das nochmal kommt. Okay, spielt sich ganz anders. Ist jetzt auch nur normal, klar. Aber er spielt sich irgendwie flüssiger. Haltet er auch gut aus, dann in T1, ich könnte mit dem dann bald hoffentlich auf T1 gehen, wenn ich jetzt noch ein bisschen Glück habe mit den Fernkampfwaffen. Okay, scheinbar brauche ich viel weniger Disziplin für das Salto. Gut. Jetzt können wir den mal einsetzen. So. Noch ein Champions Hallöchen.
So, jetzt nach oben. Oh, wir bekommen auch recht viel Erfahrung über. Na, sowas. Haben wir schon wieder ein neues Level. Einen Bogen. Grüße. So, oder? Ah, ich könnte ihnen noch die Paragon-Levels geben. Die habe ich ja gar noch nicht gegeben. So, schauen wir mal. Ja, Bewegungsgeschwindigkeit hier ist klar. Hier Angriffsgeschwindigkeit, das wäre sehr nice. Defensiv, Widerstand. 1 auf Lebensregeneration, bitte. Und hier, ja, Ressourcen. Reduktion. So. Gute Hosen, die uns jetzt nicht viel bringen, weil wir ja das Ding haben. Das Set-Teil, also die, das Set. Ah, oh, das spielt sich so gut. Ich mag die Charakterklasse. Der Turm ist wirklich stark geworden. Braucht scheinbar auch nicht mehr so viele Ressourcen. Also die Ressourcen wurden verbessert. Und das dann, also das macht wirklich sehr auf Survivally, weil ich habe hier hier. Wo ist das? Blitzschaden hat eine Chance von 17% Gegner 1,5 Sekunden lang zu betäuben. Das macht wirklich viel aus. So, dann gehen wir mal. Weiter. Ein Elementarrätsel. Oh, sieht die Gegend schön aus. Schön hell. Die ist ja immer dunkel. Was ist das so schön hell? Das ist sehr schön. Also die Ebene, die neue Ebene, die gekommen ist mit dem Patch da. Die habe ich noch nie gesehen. Sollte bald mal hoffentlich kommen. Vielleicht
Jetzt schon gleich, bald. Wäre doch schön. Krise. So, was haben wir jetzt defensiv? Okay. Ja, Explosion machen noch ein bisschen viel Schaden an ihm. Aber sonst eigentlich recht zäh geworden. Durch das Set und sozusagen. Ich hoffe, sie könnten den Mensch noch ein bisschen verbessern. Dann spiele ich ihn natürlich auch lieber. Weil momentan ist der Mönch einfach so eine, eigentlich die best ausbalancierte Klasse. Einfach ist er zu schwach im Gegensatz zu den anderen. Und zu schwach für die Gegner, die in TRSS so kommen. Olympia like. Schauen wir mal an. Wendet innerhalb von 10 Sekunden 6 Mal Salto ein. Ah, Grüße. Was haben wir denn bei ihm? So geskillt. Giftbolzen. Okay. Kritische Trefferchance. Ja, gut. Richtig gut spammen. Ah, tut das gut. Grüße. Da vorne. Ah, der Gier ist hier. Schierer Wahnsinn. Wir bekommen wirklich im Rekordakt ein neues Achievement. Okay, leider auch kein neues, also ein großes Ding. Kein Standard.
noch eine Sackgasse. Ha, ich habe sie getötet mit dem Salto. Ein Ringchen. Okay, dann ist hier Schluss. Denke ich mal. Ah, nein. Okay, es geht noch eine Ebene weiter. Schauen wir mal das an. Schierer Wahnsinn. Aha. Okay. Ja, das haben wir. Nochmals die gleiche Ebene, einfach in Dunkel. Spinnenhöhle. Noch so viel. Geh weg bitte. Hallo. Danke. Sieht noch interessant aus. Nicht so trist grün, sondern schön bläulich, gräulich. Und die Musik, die wiederholt sich die ganze Zeit. So, nächstes. Auch wieder die Gla. Oh Gottchen. Ah, ist alles Spinnen. Spinnenhöhle, Spinnenhöhle, Spinnen. Rache süß, haha. Hier sind ganz viele. Kein Problem für uns, ein Kugelblitz. Das kommt gut, in Path of Exile kommt jetzt dann auch der Kugelblitz. Mal schauen, wie der dort sich spielt. Also hier spielt sich der Kugelblitz richtig nice. Also der macht richtig fetten Damage. Vor allem gegen mehr Gegner natürlich. Und weil man ihn so richtig spammen kann, ist er auch gut. Schön. Ich sehe nur gelbe Zahlen.
ist das Ende. Aber wir machen hier noch nicht Ende. Ich möchte noch die anderen Gebiete aufdecken. Ja, eigentlich ist das nicht nötig. Aber wir schauen mal hier in der Mitte. Also zwei Seiten, wo wir noch nicht waren. Okay, hier oben ist eine größere Ebene noch nicht entdeckt, das ist gut. Karte werden die Dinger, die Nagelfallen angezeigt, meine ich immer. Ich habe jetzt mehr Dinge. Mehr Wölfe oder was? Nur noch der Abschluss Elite. So, der. Okay, dann werde ich bis nächstes Mal nochmal ein bisschen Magic Find betreiben. Hoffen auf einen großen Dingstein. Und ja. Dann werde ich, werden wir, sobald wir dann genug stark sind für T1, natürlich wieder an die Arbeit machen, an die Arbeit gehen, die Schlüssel zu suchen. Jo. Also, Dankeschön fürs Zuschauen, war wieder mal ein schöner Tag. Und, ja. Bis denne. Bye.